Yo, servus und moin, ihr Rednecks. Das heutige Thema geht um einen anderen YouTuber. Wie ihr sicher schon gesehen habt, es geht um Adrenalinik. Ich bin ja nicht nur viel bei mir unterwegs auf dem Kanal, sondern auch viel bei anderen. Ich bin am überlegen, ob ich da reinfahre. Ich glaube nicht, ich kenne mich hier nicht aus. Genau, ich bin auch viel auf YouTube unterwegs, nicht nur auf meinem eigenen Kanal. Wenn mir langweilig ist und sowas, gucke ich halt mal andere YouTuber. Und ich habe auch in letzter Zeit mal wieder meine alten Abos durchgeguckt. Darunter habe ich dann Adrenalinik gefunden, habe dann bei ihm auch mal wieder ein paar Videos angeguckt. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe ihn früher gerne geguckt, als ich noch nicht wirklich so aktiv gefahren bin. Aber sicher bin ich nicht. Weil wenn ich jetzt sehe, was er da so veranstaltet, kann ich nur im Kopf schütteln und mich fragen, wieso habe ich den abonniert? Und zweitens, wieso feiern ihn so viele, jedenfalls in den Kommentaren? Jetzt mein Beispiel, um das zu begründen, warum ich das sage. Ganz einfach, weil ich habe ein Video gesehen, da kommt er anscheinend gerade vom TÜV. Und bringt so eine Aktion wie, ich komme gerade vom TÜV. Aber irgendwas stört mich. Das ist der DB-Killer. Filmen wir doch mal einfach mal mein Kennzeichen und schrauben den DB-Killer raus. Und stecken ihn in einen Rucksack und fahren los. Das sind solche Aktionen, wo ich denke, Junge, entweder denkst du nicht wirklich nach, was du da gerade machst. Erstens, du hast dein Kennzeichen gefilmt. Zweitens, du hast gefilmt, wie du deinen DB-Killer rausschraubst und damit fährst. Und drittens, dir ist doch sicherlich bewusst, wer das alles anschauen kann, oder? Ja, und das beiseite. Ich meine, viele Leute, die sagen ja, ich fahre ohne DB-Killer, weil es sich so besser anhört. Voll krass, ich werde besser gehört. Ist doch viel besser für mich, weil man mich eher wahrnimmt. Einerseits stimmt das, man nimmt dich eher wahr. Andererseits muss man auch mitdenken, wo fährst du rum? Wer nimmt dich wahr und auf welche Weise wirst du wahrgenommen? Weil ich, wenn ich schaue, wo er rumfährt, das ist größtenteils Stadt, jedenfalls in seinen Videos. Dann mit diesem Lärm nervt er nur die ganzen anderen Leute. Bei meiner ZX6R ist ein, wie heißt denn der, ein Exil Hyper Low Endtopf oder wie er heißt, verbaut. Das Ding macht Krach ohne Ende. Ich setze mich da drauf und nach 20 Minuten geht es mir selber auf die Nerven. Das muss ich auf jeden Fall noch ändern. Und dann muss ich daran denken, wie muss es anderen Leuten gehen, wenn ich da an denen vorbeifahre? Denen muss es doch richtig auf den Zeiger gehen, dass ich so einen Lärm mache. Naja, aber manche Leute, die sind einfach rücksichtslos und denken nicht wirklich nach, habe ich das Gefühl. Und zum Punkt Rücksichtslosigkeit setzt er noch irgendwas drauf. Noch irgendwas. Setzt er noch eins drauf. Und zwar seine Fahrweise. Ich meine, ich bin jetzt bei weitem auch nicht der beste Fahrer. Keineswegs. Ich möchte jetzt niemanden wegen seiner, Anführungszeichen, schlechten Fahrweise anprangern. Aber seine Fahrweise ist jetzt wirklich etwas, worauf man hinweisen sollte und wo man sich jetzt kein Beispiel dran nehmen sollte. Denn er hat die Angewohnheit, so wie ich das in seinen letzten paar Videos gesehen habe, innerhalb der Ortschaft, sprich innerhalb der Stadt, in der 50er-Zone den Gashahn aufzureißen und mal kurz auf 80, 90 hoch zu beschleunigen. Nur um dann zu lachen, ist witzig. Ist krass und ja, das ist einfach verantwortungslos. Das erinnert mich ein bisschen an Alpi. Alpi ist ja damals auch so in der Art gefahren, nur dass Alpi dann irgendwann bei 100 war oder 120 und einen Menschen dann umgenietet hat, der dann schlussendlich gestorben ist. Aber seine Fahrweise führt so langsam in die Richtung, habe ich das Gefühl. Ja, weil ich meine, klar, ich war jetzt gerade beim Fahrsicherheitstraining, da ist ein Fehler vielleicht einem frisch im Gedächtnis, aber Mach mal eine Vollbremsung bei 50 km/h und vergleich das dann mit einer Vollbremsung bei 80 km/h. Wie viel länger du brauchst, um stehen zu bleiben, das ist unglaublich. Mach das einfach mal. Danach wirst du nicht mehr lachen, weil du dann merkst, ich hätte niemals so schnell anhalten können.
Und dann hat er sich in einem Punkt von seinem Video darüber beschwert, über einen Autofahrer, der vor ihm auf die Straße gezogen ist, wo er gerade noch so ausweichen konnte. Klar, der Autofahrer hätte besser aufpassen können, gebe ich ihm recht. Das war vielleicht ein bisschen unvorsichtig vom Autofahrer. Aber andererseits, wer rechnet damit, dass innerorts einer mit 80, 90 angerast kommt, wo eigentlich 50 sind? Ich meine, selbst wenn der Autofahrer ihn gesehen hätte und er nur mit 50 gefahren wäre, hätte es wahrscheinlich locker gereicht. Aber da er fast das Doppelte gefahren ist, reicht das natürlich nicht. Und von daher verstehe ich die ganzen Kommentare unter solchen Videos nicht wie: ey, voll krass, scheiß Autofahrer, den hätte ich geboxt, oder keine Ahnung. Bisschen mitdenken, vielleicht einfach ein bisschen Vorbild sein vom Fahren her, bisschen irgendwie ans Fahren auch ranführen und nicht einfach sagen, okay, ich bin voll krass, weil ich irgendwie einen Gashahn aufreißen kann und dumm und sinnlos beschleunigen kann, ohne an die Konsequenzen zu denken. Klar, das ist auch bemerkenswert, aber nur bemerkenswert dumm. Ich meine, schnell fahren kann jeder. Den Spruch kennt der eine oder andere ja auch. Die Kunst ist das angepasste und richtige Fahren. Naja, aber ich bin ja noch jung. Ich habe manchmal so Sprüche gehört von wegen, du bist so jung, du hast keine Ahnung vom Fahren, halt mal die Klappe. Und dann denke ich mir auch, okay, ja, meinetwegen, dann glaub mir halt nicht, mach deine eigenen Erfahrungen. Ich habe schon meine Erfahrungen gemacht, also, naja. Gut, ich möchte jetzt eigentlich auch keine YouTuber großartig schlecht reden. Ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, dass man vielleicht solche YouTuber nicht wirklich hypen sollte und auch nicht wirklich feiern sollte. Klar, ich kann niemandem vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat, aber wenn einige Leute vielleicht unter meinen Abonnenten sind, die in Adrenalin-Nick schauen, vielleicht überdenkt ihr es nochmal, was er eigentlich genau macht und ob es vielleicht wirklich so cool ist, wie es immer rübergebracht wird. Ich weiß nicht. Weil an sowas sollte man sich wirklich kein Vorbild nehmen. Meine Meinung. Schaut euch dafür lieber der YouTuber wie Slutty an. Grüße gehen raus. Ja, das wär's damit gewesen. Vielleicht ein bisschen komisches Video, weil ich nur über jemanden gelästert habe, aber ja, das musste ich mir einfach mal ein bisschen von der Seele reden, weil wenn ich sowas sehe, das ist dann so, oh nee, wieso? Wieso macht man sowas? Sowas ist doch kein Vorbild. Egal. Gut. Haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und schaut euch diese Gebäude hier an. Schaut es euch an, was für wunderschöne Gebäude ich hier stehen habe.